Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fahrzeug-Review hier auf meinem Kanal. Und nach dem Review vom Warrior, ich versuche es heute mal möglichst positiv auszudrücken. Wobei ich habe tatsächlich heute viel weniger zu meckern als beim Warrior. Insofern wird das sicherlich auch für meine Gegner ein eher interessantes Video. Heute geht es nicht um den Begleitpanzer. Den habe ich allerdings zuerst hier ins Bild mal gestellt, damit ihr die nahe Verwandtschaft von beiden Fahrzeugen direkt erkennt. Deswegen hier einmal ganz kurz auf die Wanne achten. Und dann gehen wir rüber zum TAM. Und ihr seht das, ne? Die sind wirklich miteinander verwandt, die beiden Mopeds. Begleitpanzer 57 hat ein PR von 8,7 und der TAM von 9,0. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich auf dem Dev-Server einmal mir ganz kurz den TAM angeguckt habe oder auch in den Ankündigungen der Devs, habe ich immer überlegt, warum wird der 9,0? Das ist doch irgendwie, ist das doch eigentlich nur ein Begleitpanzer mit einer Kanone. Der hat keine Raketen, der kann nicht schnell feuern. Aber diese ersten Gedankengänge, die ich hatte, waren da sicherlich nicht richtig. Nachdem ich ihn jetzt tatsächlich einige Runden übers Gefechtsfeld schubsen konnte und mir das tatsächlich sogar Spaß gemacht hat, und das obwohl ich eigentlich schon eine Krawatte hatte, hier wieder Hightail zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, 9-0 hat er durchaus verdient. Mich würde es sogar nicht wundern, wenn der irgendwann in naher Zukunft eventuell sogar eine BR-Anpassung ganz leicht nach oben bekommt. Ganz einfach aus folgendem Grund. Der TAM hat hier vorne die Leopard 1 Kanone drin, die 105 mm FMK 4 Modelo 1L Kanone, und das ist exakt genau die gleiche, die wir jetzt hier in dem Leopard haben, die 10,5L7A3, oder ist es die, ja, ist auch egal, ist auf jeden Fall die Leopard 1 Kanone, die wir hier drin haben. Dann seht ihr das hier vorne, diese Blende, die wir hier vorne haben, die finden wir später in anderen Leopard 1 Modifikationen, ich glaube ab Leopard 3, 1A3 oder spätestens aber ab 1A5 gab es hier vorne diese Turmblende. Der ganze Turm relativ modern. Das Fahrzeug ist rasend schnell unterwegs. Das Fahrzeug hat eine sehr gute Kanone, denn die Leopard A1 A1 Kanone ist nicht schlecht. Das Fahrzeug hat eine moderate bis gute Munitionsauswahl. Oh, jetzt bin ich wieder beim Begleitpanzer, Entschuldigung, so eine Modifikation. Das könnt ihr sehen, wir haben sogar die DM23 an Bord mit 380 mm Pen. Ich glaube, die Leopard A1 A1 Fahrer, zeige ich euch mal hier, die haben sich gefreut, wo diese Munition gekommen ist. Vorher gab es die ja gar nicht, jetzt gibt es die auch im Leopard A1 A1 und die haben wir eben auch im TAM. So, und ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, wir haben hier einen besseren Leopard A1 A1. Ja, habe ich auch nicht mit gerechnet, ist aber tatsächlich so. Und warum das so ist, kann ich euch auch ganz einfach erklären. Die Kanone ist genauso stark, die Munition ist genauso stark. Das heißt also, vom Schießen her haben wir exakt genau dieselben Voraussetzungen wie bei einem Leopard A1 A1. Die Frage ist jetzt, was waren immer die Schwächen vom Leopard A1 A1 und was kann er dann jetzt eigentlich besser? Eine Schwäche vom Leopard A1 A1 war sicherlich immer die nicht vorhandene Panzerung. Er hier besitzt auch keine Panzerung. Da ziehen die beiden gleich. Und wer mit einem Leopard A1 A1 spielen kann, kann auch mit einem TAM spielen. Er hier ist allerdings um ein Vielfaches schneller und mobiler. Hier hängt damit jeden A1 A1 ab. Und deswegen ist dieses Fahrzeug sogar besser als ein Leopard A1 A1. Das heißt also, obenrum ist es sowieso ein Leopard 1 und untenrum ist es zwar kein Leopard 1, aber da sind wir dann dadurch, dass wir untenrum ein bisschen anders aufgestellt sind, auch noch besser als ein Leopard 1. So, und wenn ein Leopard 1 9,0 hat und der TAM hier eigentlich sogar besser ist und auch 9,0 hat, muss man eben im schlimmsten Fall damit rechnen, dass die Spezies irgendwann wissen, ey, TAM ist geil, ne? Vielleicht spiele ich da jetzt immer mit anstatt mit dem Leopard 1 und dann ändert sich die Statistik und dann kriegt er eine BR-Anpassung nach oben. Wobei jetzt auf 9,0 finde ich persönlich passt da richtig gut hin. So, ein weiterer Punkt, und das hatte ich auch schon im Warrior-Video angesprochen, das ist mir auch hier bei ihm hier passiert, und da gucken wir uns hier auch nochmal die Konstruktion dieses Fahrzeuges an, indem wir in die Modulansicht gehen. Und ihr seht das hier jetzt schon. Wir haben einen riesengroßen, fetten Motorblock mit allem Pipapo hier vorne und ein Getriebe. Mein Gott, das ist so groß wie meine Einfamilienwohnung hier. Mit einem großen Motor und allem drum und dran. Das haben wir da vorne. Und ich habe auch unter einem Warrior-Kommentar oder unter dem Warrior-Video einen Kommentar gelesen. Was willst du eigentlich, ne? Man kann doch die Panzerungsstärke eines Motors nicht messen. Ja, du, das kann man auch. Man kann heutzutage, und das konnte man, glaube ich, schon vor 200, 300 Jahren, mathematisch so ziemlich alles ausrechnen. Ja, man muss sich einfach nur mal hinsetzen und rechnen. Dass der eine oder andere Zuschauer nicht weiß, wie sowas geht, ist schon klar. Aber
Man kann auch den Panzerungswiderstand von einem Motor berechnen. Und da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass man dann relativ zügig kann. Wir haben also hier vorne einen wirklich, wirklich riesengroßen Block an Metall, der wenigstens ein Drittel des Fahrzeuges ausnimmt. Und dieser riesengroße, dicke, fette Block aus Metall sollte ja eigentlich in irgendeiner Art und Weise Panzerung darstellen. Und da habe ich mich beim letzten Mal vielleicht auch beim Warrior ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Wenn die Geschosse hier vorne reinknallen und umsetzen, also auslösen, dann fliegen Splitter durch die Gegend. Wenn wir hier direkt in das Getriebe oder in den Motor hier zum Beispiel so einen Dartpfeil reinkriegen würden oder ein Heatgeschoss oder sowas, dann glaube ich, hält der Motor hier im Spiel auch einiges auf. Das wissen wir, wenn wir bestimmten Panzern zum Beispiel hinten ins Heck schießen, kommen wir trotzdem nicht vorne in den Turm rein und machen ihn dann in irgendeiner Art und Weise kaputt. Das Problem hier ist eigentlich eher die Munition, die großflächig splittert, die dann hier vorne irgendwo reinkommt, die dann auslöst und die Splitter, die dann erzeugt werden, die fliegen eben hier überall an der Grafik vorbei. Und dann kommen wir wieder zu dem entscheidenden Punkt. Was mir eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass die Trennwände hier, die hier den Fahrer zum Beispiel vom Motorblock trennen, die hier die Crew von dem Motorblock trennen, dass die eben hier im Spiel größtenteils nicht modelliert werden. Und deswegen können diese Splitter, die jetzt hier vorne vielleicht irgendwo auslösen und dann hier so durch die Gegend flitzen, hier den da an den Kopf treffen, die da an die Beine treffen und dann kippen die alle tot um. Das ist das Problem Nummer 1. Und das Problem Nummer 2, und da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, er ist ja jetzt hier ein eher leicht gepanzertes Fahrzeug. Müssen wir einmal ganz kurz eben noch mal gucken. Ich bin mir bei ihm nicht hundertprozentig sicher und da dürft ihr mich gerne in den Kommentaren darauf hinweisen. Ich weiß nicht, ob bei ihm hier die Hullbreak-Mechanik auch angewandt wird. Rein theoretisch müsste man bei ihm ja auch die Hullbreak-Mechanik anwenden, weil eben auch beim Ru 251 solche Sachen passieren. Das ist natürlich ein Nachteil, den er dann hätte, denn dann reicht tatsächlich ein großkalibriges Geschoss und uns platzt der ganze Panzer unterm Hintern weg. Und da ist es dann sogar egal, wo wir getroffen werden, werden wir getroffen, zack, bumm, Panzer weg. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das hier bei ihm so ist. Und ich konnte diesen Effekt selbst in den Matches auch noch nicht tatsächlich erleben. Das muss ich also ganz ehrlich sagen, da ist alles gut gewesen. Ansonsten ist er ein sehr, sehr starkes Fahrzeug. Und ich habe ihn gleich in verschiedenen Spielweisen angetestet. Ich werde euch gleich mal ganz am Anfang was davor schneiden. Da bin ich äußerst aggressiv mit dem ganzen Pulk nach vorne gefahren. Konnte da dann tatsächlich auch noch einen Panzer mit rausklatschen, bin dann aber rausgenommen worden. Wobei ich nach wie vor A, kein Freund vom extrem aggressiven nach vorne preschen bin und B, weil ich auch glaube, dass das für ihn hier nicht die wirklich perfekte Spielweise ist. Ich glaube, er muss sich schon darüber im Klaren sein, dass er eben keine Panzerung besitzt und deswegen wird er auch nicht viel verziehen. Und dann habe ich halt immer so gespielt, wie es sich gerade ergibt. Entweder link und fies oder ich habe gesniped oder. Das hat sich alles relativ gut angefühlt. Ich habe für euch, wie gesagt, so wie ich das beim Warrior gemacht habe, erstmal einige Szenen zusammengeschnitten. Das ist in die Hose gegangen, das hat gut gelaufen, aber ist danach dann auch in die Hose gegangen, damit ihr mal so ein Komplettbild bekommt. Und dann habe ich zum Ende hin wieder, weil ich habe mir überlegt, das sind im Moment Sachen, da habt ihr dann auch ein bisschen was vom Gameplay. Ich habe wieder ein komplettes Match hinten dran geschnitten, wo er am Anfang einen ziemlich guten Job gemacht hat. Und dann musste ich nochmal in ein, zwei andere Panzer einsteigen, bis das Match dann tatsächlich siegreich zu Ende gegangen ist. Und da habe ich mir gedacht, das war auch wieder ein sehr, sehr schönes und spannendes Match. Und man kann auch so ein bisschen was von den anderen Fahrzeugen sehen. Ich lasse das komplett zusammen. Deswegen am Anfang wieder alles Mögliche zusammengeschnitten in kleinen Schnipseln. Und zum Ende hin dann ein ganzes Match. Und danach sehen wir uns hier im Hangar wieder. Viel Spaß. Trotz dahin. Oh oh. Oh, 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 der schießt. Mein Glück nicht auf mich. Alter. Der 2K neben mir ist geplatzt. Jetzt hat er auf mich nochmal geschossen. Ja, der steht ganz, ganz hinten. Ganz hinten. Ich kann ihn ja mal markieren. Ich trau mich gar nicht rauszugucken. Da ist er. Markiert. Da hinten steht er. Der will gerade aufblinken. Der macht uns hier rund. Ganz schön irre, dass der das sieht. Habe ich aber gerade auch gedacht. Zumal der ja nicht nur auf den 2K geschossen hat, der hat direkt danach ja auch nochmal auf mich geschossen. Ja, jetzt halte ich fest, der schießt auf mich und ich stehe in einem Eisen. Von da hinten, von der ganzen anderen Seite der Karte schießt. Hab ihn, also wurde er vernichtet, hab ihn auch geklärt. Das Rakete verbraten und sonst. Unmöglich. Das geht so. Drück nach, Emblid. Der Shot-Typ, ne? Ja, der ist weg. Ja, ja, cool. Ne, der Shot-Typ ist noch drin. Achtung. 201 Grad,
Panzer. Achso, von dir aus gesehen, auf deiner 1 Uhr. Ja, ich weiß wo, ich hab so keinen Blick. Und dann noch einer auf 190 auf deiner 11.30 Uhr. Ich Beschuss von Raketen. Ich fahr mal wieder ran, dann kann ich dir die Koordinaten geben. Die stehen da schön offen. Und weg. Fällt auch nicht. Also die haben da wohl... Wir haben Gegenverkehr hier. Shit. Pass auf. Fällt direkt auf mich zu. Nicht. Tut er das? Ja, ich seh's. Was wird der Teufel? Der sieht mich, der sieht mich. Weißt du, was wir jetzt machen? Was denn? Dahinter noch einer, kannst du das spotten? Sieht nicht so aus. Ist ein BMP. Doch, da ist noch einer. Pass auf. Dahinter ist... Ach, dann ist das nicht nur der BMP, den du da siehst. Da ist noch ein anderer da. Rechts von dir. Genau. Rechts. Richtig, richtig. Rechts und links. Ach du Scheiße. Zwei Stück. Ich habe Artifeuer gelegt. Ja. Den BMP... Kümmer du dich mal um den BMP. Okay. Der hat einen Treffer gekriegt, aber ist nichts außer Gefecht. Die warten. Die warten, ja. Wenn er hochkommt, kannst du... Pass auf, der schießt gleich auf mich. Ah, hat... Da kommt noch ein dritter Panzer. Jetzt sind hier schon drei. Er kommt hoch, warte mal, ich... er kommt hoch, pass auf. Ich kümmere mich um den BMP, falls er kommt. Pass auf. Da ist noch ein T-64 gekommen, die konnten wir nicht kontrollieren, das waren drei Stück. Und immer dann, wenn du die AT brauchst, macht sie gar nichts, ne? Das ist so ein bisschen Peng-Peng und das war's. Geschützrohr kaputt bei ihm. Oh, jetzt kommen sie. Keine Chance. Da ist keine Chance. Da ist keine Chance. Mal rechts lang. Der Heli hat gedreht. Rechts lang fahren nicht, da steht ganz hinten an der Häuserfront steht einer. Quasi wo mein Wrack steht, genau auf der 12. Zwei Stück. Ja, da würde ich mir ja zurückziehen, das hat ja keinen Sinn. Ich bin der, der hat mich. Vielleicht müssen wir die umgehen. Ich bin tot. Abrams. Den habe ich nicht gesehen. Die ich haben alle Adler. Entschuldigung, ich habe gerade wieder eine Spielerkarte angeschaut. Wir haben wieder einen Level 22er. Oh, guck mal. Gegner auf A. Auf B. Ati? Ich sehe da aber nichts. Ich sehe so mit Ach und Krach jetzt gerade mal die Zelte, die da stehen. Gar nix. KPZ-70. Gerade so, ey. Ziel zerstört? Aus voller Fahrt, aus dem Handgelenk. Ja, wenn der mich nicht reportet, dann weiß ich es auch nicht. Beschuss, Wanne 12 Uhr. Ja, XM1 hat mich. Oh, ätzend. Er steht ganz links über den Zelten. Ja, steht er ganz links irgendwo. In der Sonne, so ein. Halt dich fest, der heißt an mir gebounced. Doch, das genieße ich jetzt. Den einen schieße ich aus dem Handgelenk weg und der nächste bounced an mir. Und jetzt kriege ich von hinten einen reingedrückt.
Oh, Feindhubschrauber, zwei Stück. Ne, falsch, ein Hubschrauber, ein Jet. Ich hatte einen Type 90 rausgenommen. Ja, ich guck hier keine 200 Meter weit mit meinen Grafikeinstellungen und der schießt mich von der Mitte von der Karte raus. Okay, ich fahre nach rechts rüber und suche mir einen Sniper-Posi. Ja, nach links rüber, wenn wir spawnen. Von uns aus links. Wenn du dann richtig rumstehst. Ja, genau. Ich bin links neben dir, Dennis. Komm mit, ich versuche dich zu beschützen. Da bin ich dabei. Einer voll ausgebaut hier, ne? Mhm. Sehr gut. Der schneller ist als meiner. Ist er, ne? Alter Schwede. Da ist halt argentinisches Rindersteak mit dem Benzin. Das Gute. Echt schneller. Ich fahre 51. 58. 60. Jetzt gleich. Ja. Jetzt nicht mehr. Na, wo war man? Panzer auf 234,35. E64. Da hinten siehst du ihn. 245,46. Okay. Kannst du ihn dir holen. Sauber. Aufklärungs. Da schießt noch was. Das ist ein Gegner. Auch auf 247 Grad dahinter. Weil ich glaube, das triffst du nicht, oder? Nein, die ballistische Kurve wollte hier nicht mitspielen. Der 2A4 sichert die linke Flanke. Ich bretter da mal rüber und guck mal, was ich machen kann. Ich folge. Er ist viel schneller als meine. Ist auch links aufgeklärt. Achtung, 275 Grad geht an uns vorbei, jetzt hier an der Ölplattform. Bei Panzer. Ist auch schon tot. Der Leo 2, der knackt sie hier alle. Den meinte ich nicht. Noch einer. Ich fahr mal in den auch rein. Auch schon alle tot. Hey, der Leo, der macht's ja jetzt hier gerade alle platt. Da bleibt nicht viel vom Kuchen über. Oh, mein Rechtsschütz. Oh, es hat drei Leute noch vor einer Nase. 224 Grad. Hab einen. Scheiße, das Korb wird immer im letzten Moment auf einmal nach oben weg. Was ist denn das für eine komische Mechanik? Uiuiui, die schießen schon ins Spawn rein bei uns. Ein T64B hat mich. Kritischer Treffer. Den habe ich noch nicht gesehen. Er ist jetzt auf 228 Grad, hat sich eingenebelt. Vera Bomber kommt. Ist direkt fast hier über der Flak. Du ziehst vor dem Vorhaltepunkt, ja, in den Vorhaltepunkt und hinter den Vorhaltepunkt. Ja. Und trotzdem triffst du den nicht. Der ist zu langsam, ich habe ihn auch nicht getroffen. Ich weiß nicht warum. Langsame Flugzeuge habe ich immer schwieriger.
scheint dann das Radar auf einmal durcheinander zu kommen, oder was? Ich keine Ahnung, ob das so ist. Was hat dich eigentlich zerlegt? Ich dachte, da steht nur noch ein Panzer im Nebel drin, aber standen leider drei Panzer. Oh. Du sagtest noch, ich fahr mal in den Nebel rein, ne? Genau, das waren kaputter und noch drei andere. Genau. Schauen wir mal, wenn die ihre Helis auspacken. Ach, die haben ja gar keine. Doch, die Russen haben Helis. Wir haben keine Helis. Ich habe einen Auffasspunkt. Von 182 Grad. Kommt rein. Jupp, ich seh's. Darf uns zu, ja. Würde ich warten. Schön warten. Der kommt. Oh, ist entspannt. Mach du mal dein Ding. Feuer. Kriegst du ihn? Offensichtlich nicht. Ich habe nur Hits. Immer nur Hits. Habe ich den falschen Gurt drin? Du hast deinen Panzer voll ausgebaut, ne? Nee, den hier nicht. Okay. Hast du Präzision ausgebaut im Moment? Weiß ich gar nicht. Musst du rausnehmen. Die Präzision macht es? Die Präzision schießt auf einen Punkt, deine Kugel. Du willst aber eine Streuung haben. Stimmt. Deswegen baut man die aus. Das ist logisch, ja klar. Das ist eine gute Idee. Das Modul ist zwar ganz nett, aber ich hab's immer raus. Beide Module. Schießt doch irgendwas hinter. Wollen wir da. Oh, pass auf, kommt vor. Was ist es? Ein T-64 oder sowas. Fahr zurück, der nimmt dich auseinander. Ja. Gleiskette gezogen. Dick Artillerie drauf. Er ist tot, es ist. Sauber, ah, zu spät. Aufgeworfen. Da ist ein C-Pod bei uns im Match. Zwei C-Pods. Der ja. Pyro. Oh ja. Oh, Peter, ja. Müssen wir doch eigentlich gewinnen, wenn wir hier mit 6 Mann unterwegs sind. Aufpasspunkt. Zeug aus. Ich kann ihn noch nicht sehen, ich kann ihn nur klicken hören. 207 Grad. Ja. Flughafen, ne? Ja, da kommt er. Jetzt kannst du ihn auch sehen. Wieder ein Bomber. Kommt wieder direkt auf uns zu. Danke. Ich bin auch noch mit der Flach, mit der Flak drin. Mal gucken. Zu früh. Das war ein Glückstreffer. Hast du ihn? Sauber. Ja, ich hätte jetzt gesagt, du hast zu früh geschossen, aber das war gut. Ja, das war ein Glückstreffer. Welche Munition hast du drin? Die drei roten und eine Mine? Rot-Grün habe ich gerade drin. So, jetzt kommt Opa mit seinem Alt-Gepard hier. Ja, geil. Alien for the win. Ist ja eigentlich fast genauso gut. Achtung, BMP auf 242, den können wir uns holen. Vor. Der fährt da hinter den Hügel, ist BMP-2. Hat mich getroffen. Gib ihn, sauber. Lebst du noch? Nee. Scheiße. Das ist Dart gewesen, macht nichts. Mich haben sie aber auch. Mich hat ein BT-5 rausgenommen, echt jetzt? Ja. Ein BT-5. Wo war der denn? Der steht hinten bei den Zelten, von dir aus gesehen. Dich kann er nicht rausnehmen, von dir aus gesehen links. Ein BT-5, ich brech ins Essen. Ein Schuss, ne? Ja. Lächerlich. Der rausnehmen nicht, aber beschädigen. Hat meinen Fahrer rausgenommen. Echt jetzt? Der BT-5 hat deinen Fahrer rausgenommen? Wo ist der? Der hat mir drei Mann gekillt. Was? Ist der in der Senkung ist hier vorne? Da dürfte der Panther gar nicht durchkommen, außer durch den Turm vielleicht. Koelian-Turm. Ah, jetzt sind wir sie, kommen raus, wir fallen gesaugt. Komm, Flugzeug rein. Jo, ich seh's.
Ich, wer ist noch im Flugabwehrfahrzeug? Ah. Dennis, ich nicht. Ich bin Panzer. Ich bin in der 110 G2. Komm tief rüber, dann kannst du. Kannst du dir greifen. Impede auf deiner 12 Uhr, aber weit. Oh, da schießt er. Der hat mich geknackt, der BT-5. Der BT-5 hat einen Goelian rausgenommen? Ja. Echt jetzt? Ja. Wie geht das denn? Keine Ahnung. Der kriegt jetzt Ärger. Jetzt kommen wir mit dem Panther, ist mir egal. Also da steht eine Schilka. Eine Schilka hinter, die feuert die ganze Zeit. Ich kann da nicht angreifen, weil die Schilka zieht mich sofort weg. Da muss ich ja sogar mit meinem Leo Angst haben. Nein, was der BT-5 für Durchschlag hat da. Pass auf, da sieht er, schießt sie wieder, siehst du es? Ja, ja. Ich würde jetzt mal behaupten, Dennis von Sake landet jetzt bei YouTube. Ist das die C? Ist das der gewesen? Meinst du? Wie kommst du da drauf? Naja, der BT-5-Typ, wenn er jetzt ein Video gemacht hat. Weiterhin auf 12 Uhr bei dir fährt T-64 rum. Ich markiere den jetzt mal mit der Kanone. Und dahinter kommt der Hubschrauber in der Luft. Da kommt einer. Oh ja, Heli in der Luft. Ja. Heli? Gut. Das ist gut zu wissen. Wo ist der T-64? Der klimmt gerade auf. Den habe ich gerade getroffen. Du hast du den BT-5? Der ist schon längst raus, ja. Den habe ich. Den BT-5 habe ich. Sei denn, da gab es noch mehr. Die haben Hubschrauber, ja? Jupp. Gut, dann komme ich mit der 410. Da bombert. Helis. Da, ich sehe. Bleib. Mach den Heli weg, der nimmt mich sonst raus. Gestürzt ab. Ja, Heli geht runter. Die TU. Die, ich glaube, die ist auch nicht mehr gut dabei. Greif sie jetzt an. Von allen Seiten Flakfeuer. Weil die hat was vom Leitwerk verloren. Die hat gerade ihren Notabbruch gemacht mit ihren Bomben. Steigt aus. Okay, der ist raus, der Bomber. So, wie sieht's aus? Ich schau mal, ob ich da was aufklären kann, ne? Bei euch. Also in Richtung Spawn darf ich nicht schießen, dann krieg ich wieder Ärger bei YouTube. War das Objekt, Pyro? Das Objekt ist nahe. Ich habe zwei Panzer, die kommen euch zu. Ich markiere jetzt B das Objekt. 1. Objekt markiert, kritisch zerstört. Und dahinter ist noch einer. Habt ihr den? Seht ihr den? Nee, ich sehe den. Der steht hinterm Hügel. Hinterm Hügel direkt. Ich greife ihn gleich nochmal an. Oh oh. Er ist tot. Aber zieht mir mit seiner Scheißrakete den Geschützverschluss. Nur den Geschützverschluss. Der Rest vom Panzer ist heile geblieben. Alle Besatzungsmitglieder leben noch, ne? Die mit ihrem Geschützverschluss in diesem Spiel hier, das geht mir so langsam so auf die Nüsse, das geht gar nicht mehr. Boah. T-62 M1 hat mir das Heck weggeschossen. Wie geht das denn? Kopf vor. Geschützverschluss, ey. Wir haben Spawn-Camper. Leichter, ne? Haben Sie den unter Kontrolle oder nicht? Greif den an jetzt. Das ist ein leichter Panzer, ne? Spawn-Shot. Ach komm. Im Spawn bin ich mal umgedreht. Hat er dich da, oder was? Naja. Er schießt schön ins Spawn rein mit seinem Objekt. Den hole ich mir jetzt, warte mal ab. Krieg da mal Oldschool-Technik in die Ohren. Oh, wo bist du? Lustig. Da ist noch was. Da unten, Martin. Ich sehe es nicht. Wo? Links oder rechts? Ah, ja, der ist auf mich fix. Ach, direkt hier unten an der Kante.
Ja, kommt jetzt hoch. Geschützverschluss Turmdrehkranz. Sehr schön. Er ist tot. Objekt ist auch weg. Wie habe ich denn den jetzt getötet? Hat keine direkt, Ahnung. Hat er direkt J gedrückt oder was? Dann kann ich ja nochmal abnebeln hier. Alter, wir haben das Match gewonnen. Was? Kann nicht sein. Alter, da haben wir aber echt. Das haben wir gut gemacht. Gibt sogar ordentlich Taler. Jetzt muss ich mal eben noch den Brief gegenhalten, solange die Aufnahme läuft. Da können wir mal gucken hier. Was habe ich? Ich habe tatsächlich sogar Geld verdient. 3000 habe ich verdient. So, da sind wir wieder. Ihr habt gesehen, also ich muss ganz ehrlich sagen, von den deutschen Panzern da oben, mal abgesehen vom 2A4, ist das sicherlich einer der geilsten Panzer im Spiel, die wir da oben jetzt haben. Also ich finde ihn, meine persönliche Meinung, ich finde ihn tatsächlich besser als ein Leopard A1A1. Das hier ist der bessere Leopard A1A1. Ich würde mich freuen, wenn Gaijin irgendwann jetzt hingehen würde und da erwarte ich das eigentlich erstmal nur bei den neuen Panzern. Ja, man muss jetzt nicht auch schon alle alten Panzer überarbeiten, schließlich sind das hier 500 Stück, bis sie die alle fertig haben, gehen nochmal Jahre ins Land. Aber ich erwarte jetzt eigentlich so langsam, wenn neue Panzer ins Spiel kommen, dass man sich da bei der Modellierung ein bisschen mehr Mühe gibt. Und auch das kann ich begründen. Wir haben ganz viele moderne Panzer, Abrams, Leopard 2A4 und was weiß ich nicht alles. Die haben alle mittlerweile Verbundpanzerung, Mehrschichtpanzerung, wir haben Fahrzeuge mit Aktivpanzerung. Wir haben wirklich jeden Panzerungskäse mittlerweile hier im Spiel. Das ist sicherlich nicht schwer oder sicherlich schwer zu programmieren. Da muss man sich echt überlegen, ne, wann welches Geschoss wo trifft, was muss das Spiel dann im Hintergrund beachten, damit dann entweder durchgeht oder nicht durchgeht. Aber man hat gesagt, wir machen das jetzt und dann ziehen wir das auch durch. So, und jetzt erwarte ich, wenn man an diesem Punkt ist und sagt, so, das machen wir jetzt auch noch alles und dann wird das alles noch realistischer. Und dann haben wir noch Wasserhydranten, die Wasser nach oben spritzen und. Dann erwarte ich jetzt als Spieler, dass zumindest bei den neuen Modellen im Spiel die Trennwände in den Fahrzeugen mitmodelliert werden. Das kann ja nicht so schwer sein, wenn man hier eine gerade Platte mit einem Panzerungswert reinmacht und da eine gerade Platte mit einem Panzerungswert reinmacht, dass dann eben, wenn hier Treffer vorne auf dem Motorbereich, auch wie beim Warrior, dann stattfinden und da dann ein Geschoss auslöst, dass die Splitter eben nicht in den Kampfraum fliegen. Das ist für mich tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, der für die Panzerung eines Fahrzeuges extremst wichtig ist und genau diese Dinge fehlen hier. Deswegen meine Bitte an Gaijin und mein Vorschlag, zumindest bei den neuen Panzern, die jetzt nach und nach jeden Content neu hier ins Spiel geschmissen werden, selbst wenn es dann mal wieder Zweite Weltkriegspanzer sind, baut die Trennwände mit ein. Dann machen auch solche technischen Kniffe tatsächlich Sinn, denn dass man da vorne einen Motor so reinbaut, den hat man tatsächlich gemacht, weil das Panzerung ist. Selbst im Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen schon das eine oder andere Versuchsfahrzeug entwickelt, wo die Motoren komplett vorne eingebaut gewesen sind. Wer sich da nicht auskennt, es gibt ja noch das andere Panzerspiel, die gerne auch mal Blaupausenpanzer in ihr Spiel einbauen. Da haben wir haufenweise deutsche Panzer, die vorne einen Motor drin haben. Und dieser Motor vorne im Panzer ist tatsächlich konstruktiv absichtlich da vorne hingelegt worden, weil man dann an der eigentlichen Panzerung ein bisschen sparen kann. Das heißt, man kann Gewicht bei dem Fahrzeug sparen, das Fahrzeug wird leichter, es verbraucht weniger Benzin, es ist agiler, es ist spritziger, es ist schneller und gleichzeitig hat man den dicken, fetten Motorblock vorne, der dann eben die fehlende Panzerung wieder ersetzt, dadurch, dass er da ist. Und das konnten wir auch hier ganz wunderbar beim Warrior sehen, die Gedankengänge, die die Entwickler da hatten. Deswegen hole ich den hier nochmal ganz kurz rein, ja. Die haben hier vorne eine Mehrschichtpanzerung draufgeklatscht, ne, unten und oben, um den dort hinter sitzenden Fahrer zu schützen. Und hier haben sie das nicht gemacht. Hier haben sie die ganze Mehrschichtpanzerung weggelassen, weil die Ingenieure gesagt haben, der Motorraum dahinter und der Motor als solches sind ebenfalls ein Panzerungsbestandteil. Ja? Also nicht nur unser Antrieb, das ist auch unsere Panzerung. Und deswegen hat man das so konstruiert. Für die Leute, die auch beim letzten Video wieder dagegen gehalten haben und gesagt haben, das ist alle wieder Käse, was ich da erzähle, es ist so.
Und dann kommen wir zu einem letzten Punkt. Da gehen wir nochmal eben ganz kurz zurück zu unserem deutschen Moped. Gehen wir mal hier auf die Schutzansicht. So, und dann seht ihr das. So, wir haben jetzt hier 32 mm Panzerungsstärke. Ja, das ist nicht viel, habe ich eben schon gesagt. Ne? Man darf sich halt nicht treffen lassen, dann ist alles gut. Da oben ist es sogar noch weniger. Jeder von euch wird jetzt sagen, 30 mm ist wenig. So, und jetzt einfach nochmal, um auf das Warrior-Video zurückzukommen. Ich möchte das jetzt hier nämlich miteinander verbinden. So, was glaubt ihr denn jetzt, wenn hier von vorne ein russisches T-54MG reinschießt? Was passiert denn dann? Sollte ja eigentlich nichts passieren, oder? Ich meine, warum hat man diese Dinger gebaut? Warum hat man sie dann nicht aus Kfz-Blech gebaut oder was weiß ich nicht alles? Diese 30 mm haben einen Grund, damit wir eben zum Beispiel Schutz vor Handfeuerwaffen oder Maschinengewehre haben. Deswegen nimmt man 30 mm Blech. Wenn man diesen Schutz nicht haben wollte, dann hätte man auch 10 mm Blech nehmen können. Das ist immer noch verdammt stabil und hat so schnell keine Beule, wenn man mal irgendwo gegenbumst. Dafür muss man nicht 30 mm nehmen. So, diese 30 mm Panzerungsstahl oder Panzerstärke, die wir jetzt hier haben, oder Panzerungsstärke, die wir jetzt haben, ist genau die gleiche Panzerungsstärke, die er hier in der Seitenpanzerung hat, und er hier ist nur aus Aluminium. So, Moment, so, da ist er. Da, das hier. Aluminiumpanzerung, Aluminiumlegierung. Also es ist nicht mal nur reines Aluminium, sondern es ist eine Legierung mit einer Panzerungsstärke von 44 mm. Und für die ganzen Besserwisser da draußen, die eben offensichtlich viel mehr Ahnung von Militärtechnik haben als ich, der da seit über 26 Jahren mitarbeitet, diese Panzerungsstärke hier, ja, das heißt nicht umsonst in meinem Wortschatz Panzerungsstärke, 44 mm. Aluminium hat man da nicht eingebaut, weil man gerade nichts anderes zu tun hatte oder sonst irgendwie was. Das hat man eingebaut, um Gewicht zu sparen. Trotz alledem hat Aluminium einen Panzerungseffekt. Und der beträgt, der TA-Wert von Aluminiumlegierung im Verhältnis zu Panzerstahl, beträgt 0,6. So, für Leute, die jetzt nicht genau wissen, was erzählt der Onkel Impli da? Stellen wir uns vor, wir haben eine 60 mm Panzerplatte. 60 mm Panzerplatte. Um denselben Panzerungswert mit Aluminium hinzubekommen, ja, müssten wir eine 100 mm Aluminiumpanzerplatte einbauen. Also gerade mal 40 mm dicker. Und dann hätten wir schon denselben Panzerungswert bei einer Aluminiumplatte wie bei der Panzerstahlplatte. Ja, also Aluminium hier immer mir wieder zu verkaufen. Also das ist ja nur Aluminium, der hat doch keine Panzerung. Doch. Aluminium ist Panzerung. Und jetzt wird der eine oder andere von euch gleich schockiert von seinem Stuhl fallen. Nicht nur Aluminium hat Panzerung, ja? Auch Holz. Ja, wir könnten da auch einen 500 mm Holzstamm an die Seite kleben, dann hätte der auch einen Panzerungseffekt. Und das scheint bei vielen Pfeifen da draußen einfach irgendwie nicht anzukommen. Ja, Panzerung ist immer nur, wenn Panzerstahl ist. Völliger Quatsch. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ihr seht, das hier ist außen noch so eine Kiste aufgeschraubt mit 6 mm. Und in dieser Kiste ist ein Hohlraum. Ja, das wird mir jetzt hier nicht wirklich wunderbar dargestellt, aber das sind so außen aufgeschraubte Kisten. So, und wenn jetzt hier von der Seite zum Beispiel MG-Geschosse oder Splitter kommen, aber wir gehen jetzt mal vom MG-Geschoss aus. Wenn die hier von der Seite kommen, dann durchdringen die diese 6 mm Aluminium natürlich ohne Probleme, aber dann entsteht ein Effekt, der eben in diesem Spiel komplett überhaupt gar nicht berücksichtigt wird. Auch nicht bei der modernen Panzergranate oder sonst irgendwie was. Aber genau das ist der Grund, warum die damals diese Kisten nochmal dran gebaut haben, nicht um das Ding irgendwie hübscher zu machen. In dem Moment, wo ein Geschoss mit seiner Spitze irgendwo auf eine Fläche auftrifft, wird das Geschoss aus seiner Bahn bewegt. Entweder fängt das Geschoss an zu taumeln und das bounzt ab, oder es wandert anders schräg durch die Panzerung durch. So, diese Kästen hier außen noch, nur aus Aluminium, die sind aufgebracht worden, um eben zum Beispiel MG-Gabeln zu schlucken, und die Geschosse, die dann durchschlagen, die fangen an zu taumeln, die fangen an zu drehen, und in diesem Bereich hier, wo Luft ist quasi, da dreht sich das Geschoss schon ganz leicht weg, und das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn das Geschoss nicht mehr mit seinem kleinen spitzen Punkt auf die dahinterliegende Panzerung trifft, sondern weil es leicht anfängt, sich wegzudrehen, weil es leicht anfängt, sich zu drehen, weil es taumelt, dann trifft es mit einer größeren Oberfläche auf die Panzerung und wird deswegen viel stärker abgebremst, und somit habe ich einen noch höheren Panzerungswert. Das wollte ich jetzt nochmal ausführlich erklären für die Kids, die, keine Ahnung, Call of Duty spielen oder irgendeinen anderen Scheiß machen. Wenn man von solchen Themen keine Ahnung hat, dann kann man den Lehrer, den Physiklehrer zum Beispiel in der Schule fragen und dem einfach mal fragen, ne, wie ist denn das? Hat Aluminium eigentlich einen Panzerungswert, oder wie funktioniert das mit Geschossen? Oder man macht sich tatsächlich mal schlau, aber einfach immer nur durchs Internet zu rennen und einen auf dicke Hose zu machen und alles besser zu wissen und dann auch noch dem
Papi, der 26 Jahre lang beim Militär Dienst gemacht hat, zu erzählen, dass er ein Idiot ist, weil er keine Ahnung von gar nichts hat und das nur, weil ihr wisst, dass Aluminium schön um eure Schokolade gewickelt ist, da fällt mir nicht mehr viel zu ein. So, und das habe ich nochmal extra ausführlich so erklärt, weil eben er hier 32 mm Panzerungsstärke vorne hat und das ist genauso viel, wie die US-Flak in Aluminium in ihrer Seite hat. So, und wenn hier jetzt ein MG vorne durchballert, dann würdet ihr auch alles sparsam aus der Wäsche gucken. Und dann wisst ihr vielleicht, warum ich hin und wieder mal das eine oder andere kritisiere. Dass das Taumeln und Drehen von Geschossen hier nicht berücksichtigt wird, ist mir klar. Denn wenn Gaijin das auch noch alle berechnen will, dann sind sie tatsächlich am Limit. Das erwarte ich auch gar nicht von denen. Aber man kann dann ja sowas anders lösen. Ne? Man kann dann zum Beispiel sagen, okay, ne, das sind jetzt hier 46 mm Aluminiumpanzerung. MG-Geschosse können da grundsätzlich nicht durchgehen, egal was unser Server berechnet. Das, ne, also irgendwann, wo muss man Lösungen finden, damit dieser Käse, der hier hin und wieder passiert, dass der aufhört. Das war's für heute. Ich kann jetzt nur noch mal sagen, der TAM macht mir Spaß. Ja, wer also gerne die Deutschen im Halt hier fährt, vor allen Dingen auch den Leopard A1 A1, der wird an dem TAM tatsächlich Freude haben. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich so gut wie gar keine TAMs im Spiel gesehen habe. Irgendwie scheint im Moment jeder erstmal andere Projekte zu erforschen und einen großen Bogen drumherum zu machen. Ist verständlich, man muss sich für irgendwas entscheiden. Wenn ihr euch dann irgendwann auch auf den TAM stürzt, kann ich euch versprechen, der wird euch Spaß machen, wenn ihr Spaß mit einem Leopard A1 A1 habt. Das hier ist nämlich der bessere A1 A1. Tschüss, bis zum nächsten Mal, alles Gute, weiterhin viel Spaß im Spiel, euer Implit.